So, Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's. So, und heute wollen wir uns dem letzten mir bewussten Ende nähern. Und zwar ist es das Princess Quest Ende. Das bedeutet, wir müssen uns ein paar Arcade Games vornehmen. Und das erste befindet sich hier. Das haben wir sogar schon gefunden, als ich hier unseren ganz normalen Run hatte. Sind wir dem ganz zufällig über den Weg gestolpert und das wollen wir jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal zu Glamrock, the famous Glamrock Beauty Saloon. Auch wenn wir schon schön genug sind und Roxy sowieso, gehen wir hier jetzt rein. In die Hintertür und hier ist Princess Quest, die erste. Die werden wir uns jetzt mal näher angucken. Ready? Du pass auf. Working Title. Da wollen wir mal. Ja. Das war nicht das, was ich wollte. Also es hieß ja irgendwie, wir sollen die Spiele glitchen, aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint war. Moment. Kann ich hier eine Bildschirmaufnahme? Ja. Ja. FNAF ist gerade abgeschmiert. Geil. So, ein weiterer Versuch. Ich würde ganz gerne, allerdings, jetzt habe ich natürlich eine Sache nicht gemacht. So doof wie ich bin. Moment. So, ich glaube, besser ist es, wenn ich das mache. So. Wollen wir es nochmal wagen, wa? Gucken, was das Spiel jetzt sagt. Oh, es hat funktioniert. So, wir sind hier drin jetzt mit der Prinzessin. Die gute alte Prinzessin. Das haben wir schon mal gemacht, das habe ich schon... Ist ja eigentlich easy peasy. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Viechern hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Ah, ich habe einen vergessen. Nein! Schlecht. So. Komm mal hier hoch, alle hier hochkommen, so. Hm. Ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn du nicht weißt, was du hier wie machen sollst. Ah, Mist. Ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Diese Tür ist verschlossen. Okay, die ist auf. Und die ist auch auf. Gut. Da kann man noch nicht rüber. Also müssen wir da rein. Na, schöne Scheiße. Ach, scheiße, Mist. Mist, 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 Mist. Mist, Mist, Mist. So ein Mist. Ich weiß nicht, wohin. Okay, die gehen immer wieder aus. Eins. Zwei.
3. Nee. 1, 2, 3. Nee, auch nicht. Das? Nee. Okay, das war falsch. Nee. So rum vielleicht? So. Okay. Das ist ja echt nicht easy. Okay, eine Kiste. Ein seltsamer Schlüssel. Ach, wir sind wieder hier, okay. Gut. Eieieiei. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Okay, habe ich jetzt gewonnen? Kann ich jetzt meinen Preis abholen? Okay. Da steckt doch mehr dahinter. Das wissen wir doch, dass da mehr dahinter steckt. Aber was jetzt genau dahinter steckt, das müsst ihr selber herausfinden. Ja, siehst du, das war Teil 1 von 3. Das war Princess Quest, die erste. Jetzt spielen wir Princess Quest, die zweite. Und dazu gehen wir jetzt einmal, so schnell es geht. Freddy ist nämlich gleich leer. Das dürfte schon reichen. Ich wollte nur den Bots mal ein bisschen aus dem Weg kommen. Jetzt müssen wir nur mal eben schnell... So schnell es geht... Ich tausche noch, wo ich nicht laden. So schnell es geht mal eben speichern. Das Festgate war irgendwo hier oben, ne? Ja. Nehme ich Freddy mit. Ich hätte Freddy erstmal aufladen müssen, wa? Brauchen wir Freddy dafür? Ah! Nein, 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 nein. Ja, ist schön. Das freut mich, dass du mich hörst. Ja, mal gucken, ob wir so hochkommen. Na, ist Monty hier? Der sieht aber auch, der hat's aber, den hat's aber ganz schön erwischt, den Monty. Eieiei. Das war klar. Danke für nichts. So. Wir können jetzt Princess Quest 2 spielen. Ich glaube, letztes Mal ging das nämlich noch nicht. Du bist am Leben. Gut, nimm dieses Schwert. Mehr habe ich jetzt nicht lesen können. Ja, siehst du, können wir da? Nein, können wir nicht. Die Tür ist verschlossen. Die existiert nicht. Oder existiert schon, aber... Aber wir haben ja jetzt ein Schwert, also von daher... Geil. Das macht mir schon viel mehr... nein! Ich hab gesagt, das macht mir mehr Spaß. Ich hab gelogen. Ein Glück. Hey! So, gibt das irgendwelche Bonuspunkte? Da kommen mal wieder neue raus, ne? Ah. Das war... Oh. Jetzt glaube ich nicht das, was wir finden sollten. Hier muss noch was versteckt sein. Aber wo? Wo? Ja,
Wir haben jetzt nur ein Herz gekriegt, ne? Ah, hier ist noch eine Tür. Okay. Die ist mir offenbar entgangen. Hey. Okay, die droppen auch wieder Herzen, das ist gut. Ach du Scheiße. Mehr Herzen, okay. So, wir suchen noch nach einem Schlüssel. Nach einem Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ein Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ein schöner Schlüssel. Hier ist noch eine Tür. Gibt's hier den Schlüssel? Ah. Ah, ist ja gruselig. Ach du Scheiße. Wo schnell weg mit den Dingern. Ist ja gar nicht so einfach. Aber die droppen Herzen, von daher ist das nicht ganz so wild. Hier jetzt gleich noch rein? Oder kamen wir von da? Ne, ich glaube nicht. Erstmal schön absuchen hier den Raum. Erstmal schön absuchen. Weiß ja nie, was hier noch so ist. Von da kamen wir, ne? Ja, von da kamen wir. Dann wird das die Tür gewesen sein. Da waren wir schon richtig. Diese Tür. So. Das ist ja nur kein Geheimnis mehr. So. Ah. So. Die Augenwerfer müssen sterben. Ich fühle mich seltsam. Ja, du hast eine Herzüberdosis. Gut, da geht's in eine Tür rein. Oben haben wir noch einen geheimen geheimen Weg. Ah, ich glaube, von da kamen wir vorhin. Gut, da kommen wir schneller wieder zurück. Glaube ich jetzt. Weiß ich nicht, glaube ich. So. So, erstmal weg mit dem. Hallo. So, von da kamen wir. Da ist noch ein, da ist noch einer. Und damit kriegen wir einen kleinen Schlüssel. So, jetzt können wir wieder zurück. Über die Brücke, die wir erstellt haben, kommen wir damit wieder zurück zu Opa. Hallo Opa. Ah. Okay, das geht nicht. Geht das so? Ah, ja. Cool. Ich liebe solche Mechaniken. Wo du tatsächlich ein bisschen nachdenken musst. Hm.
Das war gemein. Du warst doch schon tot. So. Last stand, wa? So, da war einer. Da ist einer. Da ist noch ein Johnny Banana. Überall diese Johnny Banana-Köpfe hier. Was wollen die? So, wir haben irgendwas geöffnet in die Richtung. In die Richtung hier? Nee. Doch. Ach so, das ist... Und da kamen wir. Aber da wollen wir doch nicht wieder zurück. Aber doch. Hm? Warum sollten wir da zurück wollen? Da waren wir doch schon. Oder habe ich was übersehen? Ich habe doch bestimmt was übersehen. Wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich nicht etwas übersehen habe. Offensichtlich nicht. Hier waren wir doch schon. Jetzt laufen wir doch nur noch im Kreis. Oder auch nicht. Das jetzt nicht? Achso. Und dann? Jetzt wüsste, wie die Stellung sein muss. Ah. Da will ich eigentlich nicht rein. Okay. Interessant. Sehr interessant. Das war Princess Quest 2. Es gibt noch einen weiteren Arcade. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Wie? Weiß ich noch nicht so genau, weil das ein Spezialraum ist. Ein Spezialraum, den wir schon mal betreten haben. Aber nicht so ohne weiteres wieder betreten werden. Wir haben ja die ersten zwei Spiele durch. So. Gregory, you have a choice to make. Gut. Well, we saw her hideout, right? In Phaser Blast? Maybe we could catch her there. So, dürfen wir? Wir dürfen. Wir wissen ja jetzt, wie der Hase läuft. Also, Venny. Wenn meine Kamerasteuerung mitmachen würde. Why are you hiding from me? Oh, ne. He must be cheating. Ja, ich cheate. So, den Blaster. Security desk. Turn them against Fanny.
Ja, kriegen wir hin. So, Achtung! Jetzt stürzt das Spiel ab. So, wir sind da, wo wir aufgehört haben. Nice. Okay. Easy peasy. Lemon squeezy. Die Tür ist verschlossen, also brauchen wir einen Schlüssel. Da ist eine Kiste, die wir gerne hätten. Davon sind wir gekommen. Hier geht's einmal rein. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Naja, das wird ja interessant. Ach du Scheiße. Auch brauchen wir nicht ins Void fallen da. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Dass wir ins Void fallen. Ach du Scheiße. Okay. Natürlich. Okay. Wie kommen wir da jetzt rüber? Weiß auch keiner. Achso. Komm schon, weg. So. Irgendwie müssen wir da jetzt. Ach du Scheiße. Wow. Wie gemein ist das denn bitte? Das ist ja wirklich nicht nett. Achso, jetzt ist das andersrum. Was war das? Das war auch nicht nett. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben jetzt eine Puppe erhalten. Ne. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Puppe das sein soll. Das wäre jetzt den Weg. Achso, wir können den Weg jetzt easy peasy zurücklaufen. Ich muss nur aufpassen, wir haben natürlich wieder kein Herz mehr übrig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ein weiteres Herz wäre nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ja, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke, den können wir bestimmt nichts anhaben. Dem können wir bestimmt nichts anhaben. Ach, scheiße. Okay, ist festgesteckt. Ja.
Ja, natürlich hat er uns gerochen. Ich stink doch gar nicht. Ach, da. No? Müssen wir irgendwie... Oh, scheiße. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Irgendwie müssen wir jetzt da hinkommen. Aber wo? Ah. Jetzt haben wir zwei Köpfe. Okay. Ist natürlich doof, dass wir nur ein Herz haben. Ne, der Ausgang. Da. Können wir jetzt? Wir haben jetzt zwei Köpfe. Was können wir jetzt damit machen? Können wir die hier platzieren irgendwie? Nee. Ah! Okay. Aha. Faszinierend. Ja. Keine bösen Wörter. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja. Damit haben wir das letzte Ende erreicht. Ich habe noch nicht ganz alle Achievements, wir fehlen jetzt zwei, beziehungsweise eins. Einmal nochmal durchspielen ohne Verstecken. Mache ich vielleicht offscreen, mal gucken. Aber damit sollten wir eigentlich die wichtigsten, oder zumindest mir allen bekannten Enden erreicht haben. Das war jetzt das 3-Sterne-Ende. Und das wohl wichtigste für die, ich sag mal, für die Hauptstory, für die Canon-Geschichte. Nämlich, dass sie, also Vanessa, quasi eine doppelte, wie sagt man so schön, ein Doppelleben entwickelt hat. Und zwar das von Venny. Das kann man so ein bisschen raushören, wenn man sich diese Therapie-CDs anhört. Und das sind auch nur Theorien, das ist alles nicht ganz bestätigt. Aber wenn man sich das genau durch den Kopf gehen lässt, dann kommt das schon ein bisschen hin. Und dann kommt das schon ein bisschen hin. So, und wir haben, dadurch, dass wir diese Spiele gespielt haben, haben wir diese Manifestierung, die in ihr steckte, quasi wieder besiegt. Das war so eine Art System bedingter, was weiß ich,
Brainfuck. Also so wie meine Videos allgemein. Wir haben hier auch offenbar eine andere Musik, das fällt mir erst jetzt auf. Ja, bekommen wir noch ein kleines Geschenk? Irgendwas? Ja, wunderbar. So, Freunde, das war Five Nights at Freddy's. Mehr Folgen gibt's nicht. Es sei denn, vielleicht kommt irgendwann mal ein weiterer Teil oder ein DLC. Dann sicherlich, aber ansonsten wäre es das jetzt gewesen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Oder im nächsten Five Nights at Freddy's, je nachdem. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao.